Jetzt spricht Österreich. Das erste TV-Format, bei dem die Bürger das Sagen haben. Menschen reden mit über Politik, Corona und alles, was das Land bewegt. Kein Maulkorb, keine Tabus. Jeder sagt, was er sich denkt. Bei Denise Eichelburg sind die Bürger am Wort. Jetzt spricht Österreich. Nur auf OE24TV. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Jetzt spricht Österreich hier auf OE24TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Auch heute haben wir wieder interessante Gäste eingeladen, die hier im Studio und teils auch über Skype mitdiskutieren werden. Ja, die Corona-Krise, die scheint fast vorüber. Es ist allerdings nur ein Anschein, denn auch der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat erneut betont, die Krise ist noch lange nicht vorbei. Allerdings hat er genauso in demselben Satz auch gesagt, die Öffnungen am 19. Mai, die sind eigentlich so gut wie sicher. Darüber werden wir hier sprechen. Was erwartet uns jetzt in dieser neuen Phase dieser Corona-Krise? Wie wichtig sind die Öffnungen? Und da starte ich aber gleich davor mit der Vorstellung meiner illustren Gästeschauer. Ich möchte gleich beginnen. Hier neben mir Tatjana Lackner, Sprachprofilerin, Sprechtechnik-Expertin, also eigentlich die Koryphäe in Sachen Sprechen und Sprechtechnik aus Wien. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Dann komme ich hier zu meiner Linken, zum Herrn Dr. Norbert Nowotny, gern gesehener Gast auf OE24TV, ebenfalls eine Koryphäe auf dem Gebiet der Virologie. Er wird uns heute sagen, wie wir diese Öffnungen erleben dürfen, worauf wir noch aufpassen müssen und wann es vielleicht wirklich vorbei ist mit Corona. Herzlich willkommen. Danke, grüß Gott, Frau Eichelburg, danke für die Einladung. Ebenfalls darf ich hier willkommen heißen Mario Reich, Michael Fritz, General Manager vom Hotel Jazz in the City. Das Hotel wird in Kürze eröffnet werden, diesen Sommer. Endlich gibt es auch wieder Neuigkeiten in der Hotelbranche und auch die Hotelbranche wird ja am 19. Mai öffnen können. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Dankeschön. Ebenfalls ganz besonders freue ich mich über Constanze Breitebner, bekannt aus dem Theater, aber auch dem Fernsehpublikum und dem Kinopublikum. Dass sie hier da ist, das freut mich ebenfalls sehr. Sie ist Schauspielerin und Drehbuchautorin und wird uns auch erzählen können, wie es so war als Künstlerin in diesem Corona-Jahr. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ebenfalls herzlich willkommen Claudia Kriechbaumer. Sie ist Gründerin der Cambio Beauty Academy, kennt sich aus in Sachen Beauty, viel beschäftigt, auch bei internationalen Produktionen mittlerweile angefragt und auch in Kürze hier auf OE24TV zu sehen mit einer eigenen Sendung. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Und ebenfalls herzlich willkommen heißen darf ich Mario Reichel, er ist Geschäftsführer der R&S Beteiligungsmanagement. Eine große Firma, eine Familienfirma mit mehreren Subfirmen, unter anderem auch Blitzblank. Und die Firma hat in dieser Corona-Krise eine sehr wichtige Aufgabe gehabt. Sie war nämlich zuständig auch für die Reinigung der U-Bahnen und eben auch im Bereich Seniorenwohnhäuser tätig. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Heute haben wir gerade erst erfahren, dass in Wien die Gastronomie jetzt doch geöffnet wird, also nicht nur Outdoor, sondern auch Indoor. Da ist ja einige Zeit ein großes Fragezeichen drüber gehangen, aber jetzt hat der Wiener Bürgermeister dann doch erlaubt zu öffnen. Die Inzidenz in Wien bei 130, also das schaut ganz gut aus, das erlaubt diese Öffnungsschritte. Vielleicht die erste Frage ein bisschen informell in die Runde. Was werden Sie denn am 19. Mai als erstes machen, wenn alles wieder öffnet, die Kultur, die Gastro? Frau Lackner. Natürlich freue ich mich auf die Kunden, die jetzt auch leibhaftig wieder bei uns sind. Wir haben viele online betreuen können, aber das ist ganz klar was, wo ich das Gefühl habe, ich freue mich jetzt wieder auf Gesichter, die was von uns wissen wollen, die direkt da sind. Ich selber werde am 19. noch nicht zu irgendwelchen Vergnügungen kommen, weil jetzt müssen wir erstmal ein Stück auch abarbeiten. Aber dann sitze ich auch mal wieder in einem Schanigarten und sehr gerne. Den Herrn Nowotny möchte ich auch fragen, weil er ist ja nicht nur Virologe, sondern auch Privatmensch. Und wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Nowotny? Ja, ich bin auch ein Mensch. Ich werde ins Gasthaus gehen. Ins Gasthaus? Ja. Wissen Sie schon, was Sie bestellen werden? Na, das weiß ich noch nicht. Herr Fritz, wie schaut es bei Ihnen aus? Ich freue mich auch sehr, mal wieder essen gehen zu können, auch wenn ich selbst gern koche. Und vor allen Dingen auch mal wieder in eine Bar und unter Menschen gehen. Wir Hotelmenschen sind ja doch eher ein geselliges Völkchen. Mhm. Frau Breitebner, was werden Sie als erstes tun? Ich gehe auf die Summerstage-Eröffnung. Die ist am 19. Das ist mein zweites Wohnzimmer und wir werden Abstände einhalten und sehr gut aufpassen und ein bisschen
Leute treffen und einmal durchatmen. Da hoffen wir nur, dass das Wetter mitspielt. Nein, das ist immer schier. Das muss schier sein. Das wäre gegen jede Erfahrung. Es muss schier sein, weil dann ist der Sommer. Aber das macht Ihnen nichts. Ich nehme halt eine Decke mit. Genau, das geht auch. Frau Kriechbaumer, worauf freuen Sie sich am meisten, wenn alles wieder aufmacht? Also ich bin jetzt direkt ein bisschen überfordert mit dieser Frage, weil ich hatte jetzt so viel zu tun, dass ich jetzt eigentlich mir noch gar keine Gedanken machen konnte, was ich denn wirklich mache. Mir geht es da, glaube ich, eher so wie der Frau Lackner, dass wir jetzt wirklich viel zum Abarbeiten haben und auch froh sind, wenn wir unsere Kursteilnehmer wieder bei uns im Studio begrüßen dürfen und wieder die Workshops aufleben lassen können. Und auf das freue ich mich eigentlich am meisten. Und dann noch der Herr Reichel, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, also ich freue mich schon sehr, auch wieder Freunde treffen zu können. Und wir haben heute, also glücklicherweise noch einen Tisch reservieren können am 19.05. in einem bekannten Wiener Schanigarten. Und ich freue mich schon auf Stelze und Bier dort. Ich bin sehr happy, dass wir noch einen Tisch ergattert haben. Ja, kann man sich alles wunderbar gut vorstellen. Dann fragen wir noch den Herrn Schrögenauer, wie es ihm geht. Er arbeitet ja im Hotelgewerbe, macht da jetzt gerade eine Lehre in Oberösterreich. Herr Schrögenauer, worauf freuen Sie sich am meisten? Ja, ich freue mich wieder mit den Gästen Kontakt zu haben, wieder die Gäste begrüßen zu dürfen, wieder meinem Beruf geregelt nachgehen zu können, aber auch als Privatmensch wieder ins Wirtshaus zu gehen, ein gutes Schnitzel zu essen und auch sich mit Freunden wieder treffen zu können. Dann vielleicht die erste Frage an den Herrn Nowotny. Die Öffnungen am 19. Mai. Da wird ja von einem bekrittelt, die Sicherheitsvorkehrungen, die sind zu stark, wenn man zum Beispiel ins Gasthaus gehen will. Man muss getestet sein, man muss den Mindestabstand einhalten in den Lokalen. Man muss die Maske tragen, es gibt eine Beschränkung, vor allem indoor, wie viele Personen an einem Tisch sitzen dürfen. Die anderen wiederum sagen, es ist gerade richtig so. Was sagen Sie aus virologischer Sicht zu diesen Öffnungen? Alles öffnet auf einmal am 19. Mai. Ja, also versuchen wir es mal, alles auf einmal zu öffnen. Und ich denke, es wird möglich sein. Wir werden sehen, ob wir dann später, einige Wochen später, vielleicht beim einen oder anderen vielleicht kleine Rückschritte tun müssen. Das könnte sein, je nachdem, wie sich die Zahlen entwickeln. Aber vom Virologischen ist es möglich, jetzt zu öffnen. Und ich denke, ja, also wenn ich jetzt Wien anschaue, Wien öffnet in gleicher Weise. Vermehrte Testungen werden kommen. Ich denke aber, die Öffnungsschritte, ich glaube, die meisten sehen es nicht negativ, dass jetzt zusätzliche Maßnahmen einfach da sind. Denn an Maskenpflicht haben wir uns inzwischen schon gewöhnt, Eintrittstests auch. Und mit dem grünen Pass wird alles sowieso einfacher. Denn wenn jemand, Sie wissen die Sachen, also 6 Monate nach einer durchgemachten Infektion, wenn man das nachweisen kann, kann man rein. Dann Impfung, wenn mal bereits 3 Wochen nach einer ersten Impfung. Und da braucht man dann gar keine weiteren Zusatzmaßnahmen. Also ich denke, das sind alles Dinge, die Schritt für Schritt unser Leben ohnehin erleichtern werden und ein Schritt zur Normalität sein werden. Vielleicht noch die Frage in die Runde. Wer von Ihnen ist bereits geimpft? Einmal, ja. Das ist doch die große Mehrheit, die hier schon. Wie ist das? Wie fühlt man sich da? Fühlt man sich da tatsächlich mehr geschützt, wenn man jetzt unterwegs ist? Nein, definitiv nicht. Also wir kennen natürlich auch die Fälle von den Medizinern, die gesagt haben, wenn du AstraZeneca hast, es gab ein Ehepaar, die beide danach Corona bekommen haben, heute mausetot sind. Nein, man fühlt sich nicht sicher. Es ist eher was, wo ich das Gefühl habe, die Maske ist selbstverständlich auch weiterhin ein Solidaritätsding. Wir haben es alle auch erlebt. Ich habe in dem Jahr keine Grippe gehabt. Also es hatte tatsächlich auch andere Vorteile. Und also ich selber habe schon den Eindruck, es ist was, wo man aufatmet, weil gerade, also ich konnte es mir nicht aussuchen, AstraZeneca hatte Nebenwirkungen, da soll dann die zweite nicht so schlimm sein und da hoffe ich sehr drauf. Ja. Also das ist natürlich was, wo man das Gefühl hat, es ist gut, dass jetzt meine Etappe vorbei ist und man nicht mehr ganz planlos irgendwie dasteht. Ja, man soll doch nicht vergessen, dass hinter diesen Zahlen, wie Sie sagen, immer Menschen stehen und vor allem die Menschen, die erkranken rundherum, die Intensivstationen beschäftigen, die Angehörigen belasten oder unter Druck setzen. Also ich habe mich gefreut, dass ich die Impfung
kriege. Und ich glaube auch, dass wir alle geimpft werden müssen, unbedingt. Also wenn es nach mir ginge, gäbe es eine Impfpflicht. Aber man soll nicht leichtsinnig werden, glaube ich. Ja? Also. Mhm. Die Thematik wird uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten. Und ich glaube, so Sachen, dass man sich heute keine Hand mehr gibt, das war vor anderthalb Jahren unvorstellbar. Heute haben wir uns alle freundlich angelächelt. Mhm. Und ich habe mich nicht weniger charmant begrüßt gefühlt von einem von Ihnen, nur weil wir die Hand nicht geschüttelt haben. Ich glaube, auch die Maske, die ist in anderen Ländern oder Kontinenten ganz maßgeblich alltagsbestimmend. Bei uns wird sie uns sicherlich auch noch eine Weile begleiten. Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich schon sicherer. Nur bin ich trotzdem nicht minder vorsichtig, weil ich weiß ja, dass ich trotzdem ansteckend sein kann. Und also die Gefahr ist vielleicht doch, dass jetzt dann im Zuge der Impfung manche Menschen leichtsinnig werden. Das wird hoffentlich nicht passieren oder nicht in großem Umfang. Mhm. Aber es fühlt sich schon gut an, finde ich. Also ich bin jetzt die Einzige in der Runde, die noch nicht geimpft ist. Ich bin auch noch nicht geimpft. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, in unserer Branche ist es generell so, wir gehen wöchentlich testen, bis vor ein paar Wochen noch alle zwei Tage testen. Was ich noch hinzufügen möchte, ist auch dieser Abstand, den wir eigentlich alle jetzt auch mit der Zeit bereit sind, komplett einzuhalten. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor, der uns alle wirklich sehr schützt. Auch wie Sie schon gesagt haben, Grippe und so weiter, diese Wintersaison fast ausgeblieben. Ich habe eine Freundin, die betreibt eine Apotheke, die hat wirklich ein Problem, weil sie die gesamten Grippemittel zurückschicken hat müssen und weil die ganze Nation einfach nicht krank war, nicht an Grippe erkrankt ist. So. Herr Nodny? Sie fühlen sich immer sicher. Ja, also ich bin auch froh, ich habe auch AstraZeneca bekommen. Aufgrund meines Alters, meines Fortgeschrittenen, hatte ich kaum Reaktionen, eigentlich gar nichts, außer vielleicht ein bisschen Kopfweh. Und am 1. April, und ich werde jetzt dann irgendwann Ende Juni die zweite Dosis bekommen. Und ja, also ich denke schon, man fühlt sich sicherer. Also das schon, aber natürlich, also ich renne nach wie vor auch mit der Maske herum und Abstand halten und die üblichen Vorkehrungen. Also wie ich sehe, ist diese Runde ja ohnehin vorbildhaft. Schauen wir jetzt noch kurz zum Herrn Schrögenauer. Der ist noch nicht geimpft, wird wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen auf die Impfung. Wie stehen Sie zum Thema Impfen? Also ich persönlich war anfangs skeptisch, was die Impfung anbelangt, aber grundsätzlich ist die Impfung wohl der einzige Weg, die Pandemie zu bekämpfen. Denn im Grunde genommen ist auch so, Menschen, die sich nicht impfen lassen, sind dann wohl auch der Faktor, warum wir noch länger in den Lockdown gehen müssen. Und ich sage, Maske, Abstand, Testen und Impfung muss so schnell wie möglich vorangeschritten werden, denn es darf keinen weiteren Lockdown geben, weil diese die Wirtschaft schädigt. Und die Unternehmen sollen ja auch Planungssicherheit haben, müssten ja auch die Waren einkaufen, die Regale auffüllen. Und deswegen ist es wichtig, mit den Maßnahmen, mit den Regeln, mit einem Hygienekonzept einfach das sicherzustellen und nicht dann durch Leichtsinnigkeit wieder einen weiteren Lockdown zu verursachen. Und deswegen sage ich, wenn die Zeit reif ist, werde ich mich impfen lassen. Meine Oma ist bereits geimpft und auch meine Familie wird sich impfen lassen. Mhm. Ja, klingt ebenfalls sehr, sehr vorbildhaft, fast wie ein Werbespot fürs Impfen. Kompliment. Ich kann mir vorstellen, dass jemand sich nicht impfen lässt. Das kostet nichts. Wir haben einen super Service. In anderen Ländern gibt es keinen Impfstoff. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Tatsache ist aber, dass eben viele Leute, vor allem wenn sie erfahren, dass sie AstraZeneca bekommen, sich immer noch abmelden. Es geht derzeit nicht so viel weiter. Das Impftempo lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. Statt 100.000, die müssten wir pro Tag haben, haben wir 50.000. Wie sehen Sie das, Herr Nowotny? Wird es da noch schneller werden in Zukunft oder wovon hängt das ab? Also ich denke, es wird noch schneller werden und ich rufe wirklich auch alle Menschen, die einen Termin haben, auf, hinzugehen, selbst auch wenn sie ein AstraZeneca kriegen. Man überlebt AstraZeneca, man ist geschützt zu einem hohen Prozentsatz, man ist sehr gut geschützt gegen einen schweren Krankheitsverlauf und das ist ja mal das Wichtigste. Was aber viele Leute nicht verstehen, wir bekommen auch immer wieder Zuschriften, E-Mails, warum 22 Tage nach der ersten Impfung wird man dann schon ab 19. Mai als geimpft gelten und auch diese Freiheiten genießen können, wo man ja, also 22 Tage nach der ersten Impfung, das verstehen viele Leute nicht.
Ja, naja, man musste da beim österreichischen Weg des grünen Passes natürlich Kompromisse eingehen. Es gibt jetzt den Johnson & Johnson Impfstoff, da ist nur eine einmalige Impfung vorgesehen. Das heißt, es konnte einfach nur so sein, 3 Wochen nach einer Impfung wissen wir, dass der Immunschutz aufgebaut wurde durch die Impfung. Und daher diese 3 Wochen. Also Tag 22 nach der ersten Impfung ist man so weit geschützt, dass man ins Gasthaus und in die Kultur und Sportveranstaltungen etc. besuchen kann. Bin ich dafür? Es wird sowieso. Es wird für den EU-weiten Impfpass viele neue Modifikationen drinnen geben, wahrscheinlich Antikörpertests und so weiter. Also der jetzige österreichische Weg ist noch nicht der perfekte, aber ich unterstütze ihn voll und ganz. Ein Beispiel. Es gibt viele Menschen, die hatten Covid-19 im März, April, also in der ersten Welle. Die müssten sich jetzt, auch wenn sie es schwerer gehabt haben und daher noch immer sehr hohe Antikörpertiter haben, die würden keinen grünen Pass kriegen, ja, weil das nicht in diesem einen halben Jahr mehr ist. Die müssen sich impfen lassen. Die müssten sich impfen lassen, obgleich es eigentlich noch nicht notwendig wäre. Mhm. Ja, also die können sich ruhig in einem halben Jahr erst impfen lassen. Ich mag da gleich nachdoppeln, denn mich hat es interessiert tatsächlich, ja, ob diese neutralisierten Antikörper, ob die schon da sind. Und das kann man im Blutbild checken lassen. Der Wert ist, glaube ich, ab 15. Also ich hatte da letzte Woche 360, was nach der ersten Impfung in Ordnung ist. Von wegen Alter, ich bin zweifache Oma, ganz jung. Aber das ist auf jeden Fall was ich wichtig finde, damit auch jemand selber überprüfen kann. Es wird dann ein bisschen um diesen Pegel gehen, das letztlich auch zu halten und da zu schauen, was immer. Ja, klar. Mhm. Jetzt gibt es aber dennoch viele Menschen, die wollen sich partout nicht impfen lassen. Die sagen, der grüne Impfpass, der führt in eine Art Diktatur. Auch zum Teil hört man das von der FPÖ, die da sehr kritisch ist, weil sie sagen, es impliziert einen Impfzwang. Wie stehen Sie zu diesen Demonstrationen, die jetzt auch am 1. Mai wieder stattgefunden haben, vor allem in Wien? Frau Kriechbaumer, wie sehen Sie das, dass manche Menschen sich da einfach in ihrer Freiheit bedroht fühlen, dass sie sagen, das ist eine Diktatur, auch die Medien würden da mitmachen? Oder wie sehen Sie das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn die Demonstrationen jetzt dann wieder ein bisschen weniger werden oder auch ganz aufhören. Es hat leider wirklich zu sehr vielen Troubles geführt, Terminkollisionen, Schulungsverzögerungen. Es hat unseren gesamten Ausbildungsplan sehr oft komplett durcheinander geschmissen. Und darum denke ich mir, es gibt vielleicht andere Lösungen, wie die Menschen vielleicht gerade jetzt handeln könnten, nicht unbedingt zusammenkommen müssen. Und so, dass sie uns allen eigentlich das ersparen, dass die Zahlen wieder steigen, dass wir alle in diese Troubles eigentlich kommen. Ein bisschen mehr Solidaritätsgefühl wäre an der Stelle manchmal halt wünschenswert. Wir wollen ja alle unsere Freiheit schnell wieder. Keiner sitzt gerne alleine auf der Couch oder im engsten Kreis. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn man dann alle mal an einem Strang ein bisschen mehr ziehen würde, wäre das wahrscheinlich zielführend. Und es heißt doch Freiheit nicht wovon, sondern Freiheit wozu. Und ich kann überhaupt nicht akzeptieren, dass diese Menschen unsolidarisch sind. Die gefährden, wenn man sagt immer, ich gefährde mich selber und das ist mein gutes Recht, aber sie gefährden ja die anderen. Abgesehen davon, dass ich dieses Gedankengut auf unseren Straßen nicht hören will. Also das brauche ich, brauche einfach diese identitären Phrasen nicht auf unseren Straßen laut und die Medien benutzen. Also sagen wir mal, nicht einmal ignorieren. Sie sollen einfach nicht mehr demonstrieren, aber wenn sie dringend müssen, schauen wir uns das nicht mehr an. Von wegen Phrasen ist es ja auch spannend, dass immer von Corona-Gegnern gesprochen wurde. Also Gegner sind wir alle, keiner ist ein Corona-Befürworter. Ich komme aus der Kommunikation, da habe ich mir immer gedacht, die ganze Welt schreibt von Corona-Gegner. Corona-Gegner bin ich auch, ja. Also niemand freut sich da. Was ich schon verstehen kann, ist, wenn sich jetzt Eltern überlegen, die haben vielleicht ein 12- oder ein 16-jähriges Kind, das ist die Frage letztlich auch an den Mediziner, soll man die Kinder auch impfen lassen oder nicht? Was ich auch verstehen kann, ist, wenn jemand das Gefühl hat, wir haben jetzt zwischendurch schon auch und durchaus zu Recht Bürgerrechte abgeben müssen, kriegen wir die auch wieder retour. Also darauf zu achten, das kann ich schon auch nachvollziehen. Ich glaube, die Kinder sind ein großer Diskussionspunkt. Denn wenn jetzt zum Beispiel Eltern geimpft sind, den grünen Pass haben, Kinder aber ob des Jahrgangs und der Gnade der späten Geburtsstunde nicht, dann zerreißt es natürlich auch Familien, was schwierig ist. Weil selbstverständlich, mein Sohn ist 2005 geboren, der kommt jetzt noch nicht dran. Und bis der dran kommt, darf ich aber schon 2 Jahre in Urlaub fahren. Also das heißt, das ist sehr wohl für Eltern vielleicht irritierend. Und wie wird das sein mit den Kindern?
Ja, also es ist so, es wird bald auch Impfstoffe geben, die für Kinder zugelassen sind. Also BioNTech Pfizer hat das bei der EMA, der Europäischen Zulassungsbehörde, bereits beantragt. Und in Kanada werden bereits Kinder über 12 Jahre geimpft. Also das wird bald kommen. Und bezüglich grünem Pass dürfen Kinder unter 10 Jahren ohnehin mit. Und die anderen müssen sich halt testen lassen. Mhm. Okay. Und ich hätte eine Frage, Schwangere und Stillende? Ja, also jetzt hat auch das österreichische nationale Impfgremium festgestellt, dass Schwangere sich durchaus impfen lassen können, Stillende sowieso. Mhm. Bei Schwangeren gibt es noch eine kleine Einschränkung und die ist quasi virologisch bedingt, obgleich diese Einschränkung eigentlich für diese Arten von Impfstoffen, von Corona-Impfstoffen, die es gibt, nicht notwendig wäre, aber um ganz sicher zu gehen, man sollte sich erst impfen lassen im zweiten oder dritten Trimester, nicht im ersten Trimester, also nicht in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft, aber sehr wohl im zweiten und dritten Drittel. Warum nicht am Anfang? Es ist so, der Fötus bildet am Anfang erst alle Organe, da wird alles ausgebildet. Und das wäre theoretisch gefährlich, wenn da ein Virus, wir haben es hier mit keinem lebenden Virus zu tun, aber wenn da ein Virus interferieren würde, während später wächst der Fötus nur mehr. Und da ist es weniger kritisch. Aber das sind sicher auch alles Infos, die noch in die Mutter-Kind-Pässe hinein müssen, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren nachziehen. Ich habe es in der eigenen Familie irritierend erlebt. Meine Tochter hatte sehr Schmalspur-Corona mit wenig Antikörper und wenig Verlauf. Die stillt noch. Ich habe zwei Enkelkinder. Und das Baby, das Stillende, das ja unmittelbar an der Mutter angedockt ist, hat es nicht. Also es gibt da auch wirklich von wegen, man ist im gleichen Zimmer 20 Minuten und dann hast du es sicher. Also es gibt auch solche Fälle. Natürlich. Und eine gute Sache bei der Impfung von Schwangeren ist auch, dass durch das Kolostrum, also die Erstmuttermilch, werden ja die Antikörper auf das Baby übertragen, auf das Neugeborene. Das heißt, dann ist auch das Neugeborene die ersten paar Monate geschützt. Zusatz, positiver Effekt. Warum hat man das nicht gemacht? Nur ganz kurze Erklärung, einfach aus ethischen Gründen. Wann immer ein Impfstoff zuerst getestet wird, dann an normalen Erwachsenen, an nicht schwangeren Erwachsenen. Nicht an Schwangeren, nicht an Kindern, die sind noch wertvoller. Und erst wenn geprüft ist und sichergestellt ist, dass der Impfstoff sicher ist an den Erwachsenen, dann geht man auf die anderen Gruppen. Wir reden in Kürze auch über die spannenden Geschichten, die Sie alle zu erzählen haben, über diese Phase, dieses Jahr, dieses Vergangene, wie Sie das durchlebt haben, wie Sie es gemeistert haben und dann auch, wie Corona unsere Gesellschaft verändert hat, nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran. Jetzt spricht Österreich. Das erste TV-Format, bei dem die Bürger das Sagen haben. Menschen reden mit über Politik, Corona und alles, was das Land bewegt. Kein Maulkorb, keine Tabus. Jeder sagt, was er sich denkt. Bei Denise Eichelburg sind die Bürger am Wort. Jetzt spricht Österreich. Nur auf OE24TV. Und weiter geht's hier in unserer illustren Runde bei Jetzt spricht Österreich. Schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Ja, ich habe Gäste eingeladen, die alle eine besondere Geschichte zu erzählen haben. Wie haben Sie Corona erlebt und was waren die Herausforderungen? Und da möchte ich gleich beginnen mit jemandem, der verbunden ist auch direkt mit den Helden dieser Corona-Krise. Nämlich da geht es darum, wer hat sich darum gekümmert, dass die Wiener U-Bahnen fahren können, dass die keimfrei sind, dass die Menschen keine Angst haben, da einzusteigen, um sich anzustecken. Da hat es eben Putzservices gebraucht, Menschen, die da an der vordersten Front kämpfen. Das war besonders in der ersten Phase der Corona-Pandemie, in dem Lockdown gar nicht so einfach. Da waren noch sehr, sehr viele Ängste da. Und deshalb möchte ich jetzt eben Mario Reichel fragen. Er hat eine dieser Firmen, Blitzblank, die da an vorderster Front mitgewirkt hat. Wie war denn das für die Mitarbeiter? Oder wie schwer war das, die Mitarbeiter auch zu motivieren, hier nicht selbst Angst zu haben, diese Aufgabe zu erledigen? Also zunächst einmal war beim ersten Lockdown natürlich die Unsicherheit bei allen groß. Und es war die Angst stark verbreitet. Es war aber doch, was toll zu sehen war, auch sehr viel Pflichtbewusstsein zu spüren. Und die Mitarbeiter haben gesehen, okay, sie werden jetzt gebraucht und sie sind auch im Blickfeld der Öffentlichkeit. Man hat das thematisiert, dass
eben hier kritische Infrastruktur einfach auch sicher am Laufen gehalten werden muss. Und waren dann neben den Supermarktkassiererinnen teilweise auch in den Medien die Heldinnen und Helden des Alltags. Und das hat dann natürlich auch wieder Motivation gebracht. Und also zum Glück ist sozusagen unsere Dienstleistung nicht zusammengebrochen. Es sind nicht alle zu Hause geblieben. Aber die Nervosität natürlich bei uns in der Geschäftsleitung war sehr groß. Und vor allem auch die Angst, dass sich die Mitarbeiter dann halt vielleicht doch anstecken werden. Und dann Cluster sich bilden und wir vielleicht dann das Personal einfach nicht mehr haben. Und zum Glück ist alles gut gegangen, aber es waren aufregende Tage. Und Sie sind nicht nur da beteiligt, sondern eben auch bei Seniorenheimen. Sie haben eigene Seniorenheime geschaffen, wo eben auch die Hygiene angepasst worden ist an die Pandemie. Was war denn da alles wichtig? Welche Punkte mussten da beachtet werden? Naja, es mussten natürlich diverse Schutzwände aufgestellt werden. Wir mussten innerhalb kürzester Zeit unser gesamtes Personal mit entsprechenden Schutz und auch die Bewohner mit Schutzausrüstung ausstatten, die sehr schwer zu bekommen war. Ja, also glücklicherweise haben wir es gut hinbekommen. Wir hatten in unseren Heimen natürlich auch Corona-Fälle und es gab auch Corona-Tote. Das gab es in jedem Pflegeheim in Österreich, aber zum Glück in sehr geringem Ausmaß. Und also da muss ich sagen, großes Dankeschön auch an alle Beteiligten. Die haben da wirklich Großes geleistet und ja. Ohne dem Team hätte es nicht funktioniert. Mhm. Ebenfalls jetzt freuen darf sich auch der Herr Fritz, weil er will ja ein neues Hotel aufsperren. Und das war ja noch vor einigen Monaten gar nicht so sicher, dass man das so bald kann. Jetzt heißt es auch in Wien grünes Licht. Also der Eröffnung steht nichts im Wege. Was planen Sie denn da für ein Hotel? Und wie schwer war es auch jetzt in diesem vergangenen Jahr, Investoren zu finden, das planen zu können, die Banken da irgendwie auf Schiene zu bringen in dieser Zeit der Unsicherheit? Gott sei Dank war unser Projekt auch schon eine ganze Zeit lang in Planung. Insofern war es eher das Festhalten am Projekt, als dass man jetzt in der Zeit wirklich selbst Investoren finden musste. Gott sei Dank sind wir bei unserem Plan geblieben. Gott sei Dank hat sich das auch nicht nach hinten verzögert. Wir planen den August. Das heißt also, selbst wenn der 19. Mai jetzt nicht ganz zum Tragen käme, ich denke, bis zum Sommer hin sollten wir so viel Sicherheit haben, vielen Dank, dass man da wirklich aufsperren kann. Wir werden im 6. Bezirk ein Musikhotel eröffnen, eine Lifestyle-Marke, Jazz in the City, die sich entsprechend eben nicht nur um Beherbergung kümmert, sondern einen ganz großen Fokus auf Musik hat, mit einem der schönsten Blicke von einer Rooftop-Bar, die man haben kann. Und unsere Gastronomie wird halt auch sehr musikalisch geprägt sein. 7 Tage die Woche DJs oder Live-Musik. Wir haben einen Record Store als Lobby. Sie können dort eine Platte kaufen, die Sie anschließend im Zimmer dann auch hören können, weil wir Plattenspieler auf allen Zimmern haben. Also es ist ein Produkt mit wirklichen Alleinstellungsmerkmalen. Also sehr originell und man kann auch Platten hören. Genau. Das ist und es gab ja auch schon ein Event, das weltweit übertragen worden ist von diesem Hotel daraus. Korrekt. Event finde ich in Zeiten wie diesen immer einen schwierigen Begriff. Aber wir haben in der Tat zwei Lokalmatadoren aus der DJ-Szene. Die haben mich gefragt, ob sie vielleicht bei uns schon mal einen Stream aufnehmen könnten. Da haben wir natürlich sofort Ja gesagt. Und die standen bei uns auf der Rooftop-Bar mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen natürlich. Und weil das so eine gute Nachricht war und gute Vibes einfach gesendet hat in die Welt, war auch dankenswerterweise der Wien-Tourismus sofort mit an Bord und hat das auch über seine Kanäle mit übertragen, sodass wir eine Reichweite von fast 500.000 Menschen hatten. Frau Lackner, Sie haben ja vorher schon erwähnt, dass Sie sich freuen, dass Sie jetzt endlich wieder persönlich unterrichten können. Das heißt, der Betrieb in Ihrer Sprachschule, der wurde nie eingestellt, sondern das wurde online gemacht. Eine Sprachschule, die Schule des Sprechens ist eine Sprechschule. Also ich habe insgesamt 46 Trainer, 4 hatten wir permanent in der Kurzarbeitszeit. Und da war es schon notwendig, dass wir auf online umstellen. Ich selber bin also schon der Ansicht, ich mag online, ich bin viel an Universitäten online, aber gewisse Dinge, sowas wie Atemtechnik oder Körpersprache finde ich leibhaftig schon sinnführender. Obgleich es natürlich viele Kunden gibt, die von Haus aus auch vor Corona schon bei uns online waren. Ich glaube, das mit der Planbarkeit war für uns Unternehmer wirklich das Problem. Die Menschen bei der Stange zu halten, sie zu motivieren. Sehr oft Kunden, die Termine dazwischen wieder ausgemacht haben, weil jetzt gerade nicht Lockdown war, von Mal zu vertrösten, die dann letztlich auch loyal waren. Und also ich habe schon so den Eindruck, Planbarkeit gab es keine.
Und es war schon die Frage, wie sehr, also ich selber bin als Unternehmerin ein wirklicher Angsthase. Konstanze, ich bin da ähnlich. Wir haben ein ganz strenges Vorkehrungskonzept. Wir haben Plexiglas, wir haben Spender. Also ich bin ein Angsthase und habe auch von meinen Trainern 1 bis 2 Mal in der Woche Tests verlangt. Die Kunden haben es mir dann zum Teil schon freiwillig geschickt, weil sie sagen, du drehst uns wieder durch. Also das fand ich auch cool. Aber ja, ich glaube, es lag an uns Unternehmen, wie sehr wir da auch ein bisschen die Arbeit, die Stimmungsarbeit übernehmen, damit niemand, und da bin ich sehr stolz drauf, dass niemand vom Schiff gefallen ist, nämlich auch wirtschaftlich. Das ist meinen Kunden ganz sicher wurscht, ob ich meine Trainer jetzt behalten habe und alle in der Kurzarbeitszeit noch da sind. Mir als Unternehmer ist es natürlich nicht wurscht. Ja. Aber es war wahrscheinlich nicht unbedingt weniger los, was die Anfrage betrifft, weil ja diese ganzen Skype- und Zoom-Konferenzen jetzt ja rasant in die Höhe gegangen sind. Es waren andere Dinge los. Also es war nicht so, nein, wirtschaftlich war das definitiv nicht unser bestes Jahr. Das ist ganz klar, weil das maximal ein Drittel abgedeckt hat, wenn überhaupt. Aber es war einfach wahnsinnig viel an Erklärarbeit, an Motivierarbeit. Wir haben Menschen, die sind in der Sprecherausbildung über ein Jahr, denen das dann plötzlich was weggerissen hat, wo es viele gab, die gesagt haben, ich hau jetzt den Hut drauf, die zu motivieren, komm, schick mir deine Aufnahmen, mach mal das. Also das war natürlich immer so eine Sache, eine Arbeit, die keiner zahlt, eine Arbeit, die keiner sieht, aber die gemacht gehört, sonst sind die einfach weg. Mhm. Frau Breitebner, als Schauspielerin gab es wahrscheinlich sehr wenige Produktionen, besonders einige Zeit lang und mit sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie gedreht im vergangenen Jahr? Ja, ich habe im ersten Lockdown im Studio gedreht. Ich weiß bis heute nicht, wie mein Regisseur aussieht. Und es war schon sehr merkwürdig, weil mein Beruf ist ein körperlicher. Ich muss Körper lesen, ich muss Augen haben. Gut, bei der Maske hat man wenigstens die Augen. Aber in der Zoom habe ich auch nicht mal die Augen. Also für uns ist es doch sehr schwer. Ich habe auch Online-Lesungen gemacht und habe dann irgendwann mal während der Live-Lesung gesagt, meine Damen und Herren, es ist wunderbar, ich freue mich, dass ich da sein kann, aber Sie fehlen mir so, mir ist kalt. Also eine tolle Lesung gemacht. Ja, also es ist schön, Dankeschön. Man versucht halt, seinen Job zu machen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Ich erlebe, die Theater haben ganz viel gemacht, die haben sehr viel investiert. Die haben Sitzbänke rausgerissen und Wände aufgestellt. Dann haben wir Gott sei Dank erfolgreich kämpfen können gegen dieses Vorteil, dass wir alle spucken. Völliger Blödsinn. Aber es schön langsam, aber sicher kriecht es in mich hinein. Und ich habe eine wahnsinnige Sehnsucht nach Kollegen, nach dem Austausch. Ich vermisse das Publikum. Ich bin überzeugt davon, dass Kunst und Kultur ein Lebensmittel ist. Das ist nicht irgendein Cha-Cha-Cha oben drüber, sondern wir brauchen den Austausch, zum Beispiel auch genau in diesen. Ich glaube, da ist sehr viel bei den Dreharbeiten. Ist mittlerweile, die sind ganz toll. Also das funktioniert wahnsinnig gut. Ja, die können. Wie kann man sich das vorstellen? Also ja, jeden Tag Test oder jeden zweiten Tag? Jeden Tag Test, und wir haben so den Inner Circle, die Roten, die also auch ohne Maske gehen dürfen, und dann rundherum den Gelben und dann den Grünen, wo wir gar nicht miteinander in Berührung kommen und nur in einem Hotel sein müssen und so weiter. Das ist schon heftig. Also die Barbara Wusow hat das unlängst erzählt. Das ist ziemlich hart menschlich. Man ist dann doch irgendwie sehr allein. Aber wir freischaffenden Künstler sind das ein Leben lang gewöhnt, was jetzt alle aushalten müssen. Das ist eben, wir wissen alle nicht, was nächstes Wochenende sein könnte, was in einem Monat passiert. Die berühmte Berechenbarkeit oder das, wir müssen trainieren, dass die Wissenschaft keine Betonwissenschaft ist, sondern dass sich die Dinge verändern, weiterentwickeln, dass wir was kapieren und zusätzlich lernen, das andere vergessen. Ich finde, die Krise, also diese Pandemie, verlangt uns allen eine ganz schöne Flexibilität ab. Das tut weh und das ist unangenehm, aber ich habe das Gefühl, wir können auch wachsen dran oder besser werden. Und ich will nicht zurück, wie es vorher war. Ich will nicht mein normales Leben nicht unbedingt so zurück, wie es früher war. Ich möchte, weil ich glaube, dass wir daraus lernen können, ja? Dass wir flexibler sein können, besseren Austausch haben können, besser aufeinander eingehen, solidarischer sein. Ja? Also alle diese Qualitäten, die wir jetzt haben müssen,
kultivieren. Und es zeigt sich übrigens in der Kommunikation auch, das, was du sagst, ist absolut wahr. Alle, die jetzt zurück wollen zu diesem höher, schneller, mehr, die wirken fast ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Es ist fast ein bisschen platt, denn das ist das Einzige, was wir in 14 Monaten, wo wir alle miteinander in 2D nicht ganz so charismatisch waren wie in 3D von wegen Zoom. Ja, also das ist ja auch noch eine Sache, über diese technische Barriere drüber zu schminken und zu reden und so weiter. Aber das ist natürlich was, die da jetzt, und da sind viele Verkäufer gefordert, es langt nicht mehr zu sagen, schauen Sie am Geld zu und lehnen sich zurück. Das geht nicht mehr. Wir haben in der Zwischenzeit über Sinn gesprochen, wir haben in der Zwischenzeit über Emotionen gesprochen. Und es ist jetzt mittlerweile auch was, wo der ESP, der Emotional Selling Proposition, wo die größer ist als nur der USP eines Produkts. Und Empathie ist ganz wichtig. Genau. Das ist das, was uns von den Computern unterscheidet. Und dass wir zum Beispiel stolz sein sollten in Österreich auf Wissenschaftler, die wir zu bieten haben und nicht sie mit einem Shitstorm überschütten oder Morddrohungen, was Kolleginnen von Ihnen erlebt haben, nicht wenn sie Kollegen. Im Fernsehen gesagt haben. Also ich meine, ist das verrückt? Wir sollten stolz ganz sein. Viele Fake News, die ganze Zeit verbreitet wurden und wo die ganze Zeit diskutiert wurden und kein Mensch eigentlich mehr wusste, was man jetzt glauben darf oder was man nicht glauben kann. Ja, dass man lernen muss, wie überprüfe ich eine Nachricht. Das ist auch eine Qualität, das ist eine Fähigkeit, die sollen wir uns behalten. Ne? Können uns nicht immer alles und wir müssen Blödsinn auch ein bisschen erzählen. Aufpassen, es gibt Dinge, die sind durch Corona, Post-Covid und es gibt Dinge, wir leben momentan in den 20er Jahren eines neuen Jahrtausends, eines neuen Jahrhunderts. Und wir wissen von 1821, von 1921, dass das immer Aufbruchsjahre waren. Die 20er Jahre hatten immer was ganz Besonderes. Das heißt, nicht alles hat nur mit Corona zu tun, sondern manches davon auch tatsächlich mit der Zeit. Ja. Und wir werden vielleicht in die bessere Richtung gehen. Bevor wir da noch weiterreden, das ist nämlich sehr interessant, auch wie hat Corona die Gesellschaft verändert, würde ich gerne auch die Frau Kriechbaumer aber noch fragen, wie sie diese Krise erlebt hat, jetzt auch wirtschaftlich, beruflich, weil viel Events, also es gab ja dann eigentlich gar keine Events, wer hat sich noch schminken lassen? Produktionen, internationale gab es auch weniger, dann auch zum Teil nicht die Möglichkeit zu reisen. Wie war das für Sie? Wie sind Sie da wirtschaftlich so gut durchgekommen? Also ich bin eigentlich sehr froh, dass ich von Anfang an nicht nur als Visagistin gearbeitet habe, sondern von Anfang an eine Make-up-Schule gegründet habe und somit eigentlich zwei große Einnahmequellen habe und seit Jahren eigentlich die Make-up-Schule die größte Einnahme ist. Und da muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, wirtschaftlich war das für uns das beste Jahr, weil sehr viele Damen die Möglichkeit gehabt haben, endlich mal Zeit zu haben, eine Ausbildung zu machen, weil sie ihren Job verloren haben, leider Gottes, oder in Kurzarbeit waren und gesagt haben, jetzt nütze ich die Zeit und jetzt gehe ich das an. Wir haben auch eigentlich gleich am ersten Tag von dem ersten Lockdown vor einem Jahr eine Online-Academy gegründet. Das heißt, wir konnten auch wirklich die ganzen Lockdowns über digital unterrichten, haben eine eigene E-Learning-Plattform erstellt, habe mich da mit meiner Geschäftspartnerin und meinem Produktionsteam wirklich 2 Wochen in einer WG verschanzt und haben die ganzen Schmink-Tutorials in HD-Qualität produziert. Und dies hat uns eigentlich wirklich, muss ich sagen, das Leben gerettet, weil somit alle zu Hause gesessen haben und wir wirklich diese Zeit perfekt nutzen konnten. Mhm. Aber gab es irgendwann einmal Momente, wo Sie sich gedacht haben, ich sollte was anderes machen oder wo Sie gezweifelt haben auch, an dem Weg, den Sie eingeschlagen haben oder wo es schwierig war, wo Sie sich gedacht haben, wie soll ich da jetzt wirtschaftlich überleben, was soll ich jetzt machen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Zeit waren wir nicht in dieser Schockstarre, sondern eher in dem Adrenalinrausch. Wir haben uns wirklich gedacht, wer sollte sich jetzt noch schminken lassen und unser Geschäft geht den Bach runter, jetzt sind wir erledigt. Und so ist eigentlich diese Start-up-Philosophie wieder voll in Gange gekommen. Wir waren wirklich im Adrenalinrausch, haben fast 14 Tage durchgedreht an diesen Tutorials und dann ist man in so einer Hochphase. Wir hatten wirklich ein tolles Team, das hinter uns gestanden hat und so sind diese Zweifel gar nicht so aufgekommen. Natürlich hat es auch dadurch, dass die Corona-Phase so lange jetzt einfach angedauert hat, nicht nur positive Momente gegeben. Ich möchte das jetzt überhaupt nicht irgendwie gutheißen. Ganz im Gegenteil, es hat bei uns auch wirklich sehr viele Tiefs natürlich gegeben, aber die positiven Momente haben diesbezüglich
oder dieser Teamgeist, sagen wir so, hat überhand genommen. Aber was haben wir in Österreich für tolle Unternehmer? Ich meine, Österreich besteht zu 99% aus KMUs, ja, aus Klein- und Mittelbetrieben. Und die haben das letztlich auch gehoben, die Stimmung und Co. Ja. Aber wie unterschiedlich. Die meisten von uns haben ja den ersten Lockdown als absolute Ruhe empfunden. Ich erinnere mich noch, wie ich rausgegangen bin und den Himmel angeschaut habe und einem Fuchs begegnet bin auf der Tangente. Ja. Also ich hatte es insofern auch gut, dass ich halt als Drehbuchautorin ja auch in meinem Kammerl sitze und schreibe. Also und sehr viel zu arbeiten hatte, Gott sei Dank. Genau, aber hat Sie das inspiriert, diese Corona? Na, das war ganz komisch. Ich hatte gearbeitet, also ich hatte 3 Projekte und dann hieß es erstmal, also es darf Corona gar nicht vorkommen. Das denke ich mir, weil das... Dann habe ich mir gedacht, für welche Wirklichkeit schreibe ich? Wir wissen alle nicht, was dann kommen wird. Wir wissen nicht, wenn ich da was hinschreibe, ob nicht dann, wenn es produziert wird, das völlig absurd ist. Ja? Dann habe ich mich bei einem Projekt, bei einer Komödie darüber gerettet, dass ich sie enden ließ am Tag des ersten Lockdowns. Ja? Wo die alle sagen, so, wir trennen uns endlich und jetzt die Familie geht auseinander, wir haben einander satt und dann müssen sie zusammenbleiben. Das ist so die Schlusspoint. Und dann haben wir... Ja, genau. Und es war für mich eine Krise als Schreiberin, weil ich mir gedacht habe, wofür schreibe ich? Für wen? Wer wird es anschauen? Mittlerweile habe ich einfach die Zuversicht wieder gewonnen und denke mir, es wird immer Zuschauer geben, Geschichten werden gebraucht. Und da wird, wenn das Corona-Hackerl nicht drauf ist, werden wir wahrscheinlich froh sein. Also das war bei mir genau anders. Also ich habe eben 100 Kursteilnehmerinnen, für denen ich die Verantwortung habe, dass ihre Ausbildung weiterläuft. Und das war wahrscheinlich dann auch, wenn ich jetzt so reflektiere, unser Motivator, auch ihre Ausbildung sicherzustellen und ihre Existenzen dadurch einfach auch nicht zu gefährden. Ich verstehe euch beide. Ich habe das eine gehabt und ich habe mein 6. Buch in die Neuauflage geschickt. Das kommt morgen raus, die Kommunikationsgesellschaft. Denn wir leben in einer Welt, wo 300 Milliarden E-Mails jeden Tag um den Planeten gehen. Also in einer auf Sprache zentrierten Welt. Und von Cicero bis Clubhouse, auch eine App, die aufgekommen ist in Corona-Zeiten und vielen geholfen hat, irgendwie Anschluss zu haben und Ansprache, war es natürlich ein weiter Weg. Ich möchte ungern unterbrechen, das ist gerade so schön im Fluss. Wir gehen aber ganz kurz in eine Werbepause, reden gleich weiter. Bleiben Sie unbedingt dran. Jetzt spricht Österreich. Das erste TV-Format, bei dem die Bürger das Sagen haben. Menschen reden mit über Politik, Corona und alles, was das Land bewegt. Kein Maulkorb, keine Tabus. Jeder sagt, was er sich denkt. Bei Denise Eichelburg sind die Bürger am Wort. Jetzt spricht Österreich. Nur auf OE24TV. Und weiter geht's hier in unserer Studiodiskussion bei Jetzt spricht Österreich, unserem Bürgerforum hier auf OE24TV. Wir haben verschiedene Bürger, eben verschiedene Menschen, Repräsentanten verschiedener Branchen, die von Corona betroffen sind und auch Zuseher, wie der Herr Schrögenauer, der uns zugeschaltet ist, der sich hier beworben hat per E-Mail, weil er mitdiskutieren möchte. Und den Herrn Schrögenauer möchte ich jetzt gleich zu Beginn noch einmal fragen, wie er dieses letzte Jahr erlebt hat. Er war ja in einer sehr wichtigen Phase, er ist noch sehr jung, hat gerade die Handelsschule abgeschlossen und dann überlegt, wie geht's weiter, in welche berufliche Richtung möchte ich gehen. Das war ja jetzt in dieser Corona-Phase, glaube ich, eine besonders schwierige Entscheidung. Wie ist es Ihnen denn da gegangen? Ja, genau. Ich habe die Handelsschule abgeschlossen und dann durch Corona ist es natürlich sehr schwierig, einen Beruf zu finden. Natürlich haben alle Unternehmen immer, gerade in der Hotelleriebranche, zurückhaltend reagiert. Aber ich hatte das Glück, dann doch einen Job zu finden, weil mir der Kontakt mit Menschen sehr, sehr großen Spaß macht und auch gerne mit anderen Menschen kommuniziere. Aber ich sage, mit der Zeit war es dann schon so, dass man sich daran gewöhnt hat und einfach die ganze Situation völlig anders wahrgenommen hat. Auch beim Homeschooling, das ich in der Berufsschule hatte, zu Beginn etwas Neues, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Und auch der Modus, eine Woche zu Hause, eine Woche in der Schule, war für mich jetzt kein Problem. Aber natürlich hat es Schüler gegeben, die im Homeschooling Probleme hatten. Die zum Beispiel vielleicht zu Hause kein großes Haus haben, die keine Wohnung haben, wo sie praktisch eine Privatsphäre haben für den Unterricht. Und deswegen ist es immer auch von der Person abhängig.
kann man das dieser Person zumuten? Ich habe im ersten Teil angesprochen, die Maßnahmen sind wichtig, Abstand zu halten, zu testen, jetzt zu impfen. Aber es wäre meiner Meinung nach wichtig gewesen, die Schulen offen zu halten. Weil der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister haben keine Kinder und die wissen vielleicht nicht, welche Belastung das für gewisse Personen darstellt. Ich bin jung, ich habe mich mit meinen Schulkollegen ausgetauscht und die haben gesagt, nein, das Homeschooling liegt mir nicht. Sie möchten lieber in der Schule sein. Und da habe ich dann gefragt, warum? Und dann haben sie mir gesagt, ja, weil zu Hause habe ich nicht meinen Freiraum und zu Hause lerne ich mich schwerer. Bei mir war es ja so, durch den Stoff, den ich in der Handelsschule gemacht habe, hatte ich schon ein Vorwissen, ein gewisses Wissen, was ich in der Berufsschule umsetzen konnte. Gewisse Personen hatten das nicht und die hatten natürlich dann Schwierigkeiten, einen neuen Stoff zu erlernen. Mhm. Ja, also wie gesagt, die Schüler, die können ja ab 19. Mai dann auch wieder in den Vollbetrieb starten in ganz Österreich. Da freuen sich sicherlich viele. Herr Nowotny, aber welche Gefahren sind denn jetzt noch da? Es gibt ja laut Experten noch ein Zeitfenster hier im Mai, das gefährlich werden könnte, weil wir am 19. Mai alles aufsperren wollen, aber noch nicht so viele Menschen geimpft sind, wie man das eigentlich geplant hat. Genau, wie hat Rudi Anschober immer gesagt, die nächsten 2 Wochen sind die wichtigsten oder entscheidendsten. Ja. Ich sage jetzt nicht. Ich muss das ausweiten auf wahrscheinlich mindestens 4 bis 5 Wochen. Mhm. Es ist so, wir haben eine Population, das sind die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, die sind bereits durchgeimpft, sind gut geschützt. Und das sieht man bereits, die erkranken praktisch kaum mehr und müssen in kein Spital mehr. Der Rest der Bevölkerung, da sieht es mit den Impfungen noch nicht so gut aus. Und wir brauchen die Impfungen, um die Infektion zu stoppen. Das heißt, in den nächsten 4 bis 5 Wochen wird das noch etwas kritisch werden. Jetzt sind die Zahlen gut, wir sperren auf. Ja, wir können es uns erlauben. Aber wir müssen extrem vorsichtig sein. Das nützt leider nichts. Wir alle wollen das nicht wissen, nicht hören. Aber es ist leider so. Aber Herr Nowotny, wo vorsichtig sein? Weil die Maßnahmen, die Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt mit der Öffnung parallel einhergehen, die sind ja ohnehin sehr, sehr streng. Also wenn man sich an die hält, müsste es doch eigentlich funktionieren. Oder wo gibt es noch Risiken? Ja, Risiken gibt es überall. Das Virus ist überall, so ist es leider. Und wenn wir alles gleichzeitig öffnen, dann wird hier und da aus verschiedensten Bereichen etwas kommen. Ein Beispiel, öffentliche Verkehrsmittel. Wenn wir jetzt alles aufsperren, dann trotz FFP2-Maskenpflicht, da werden die U-Bahnen voll sein und auch die Busse und Züge werden sehr voll sein. Es wird sicher kein Mindestabstand eingehalten werden können. Mein Aufruf, vielleicht ist es technisch möglich, dass die Verkehrsbetriebe in ganz Österreich vielleicht ihr die Züge, Busse, U-Bahnen verdoppeln oder zumindest das mehr fahren, damit sich das etwas ausdünnt. Mhm. Wir haben ja die Modellregion Vorarlberg. Die haben innerhalb von 6 Wochen leider ihre Fallzahlen fast vervierfacht. Aber sie haben in den letzten 7 bis 10 Tagen das wieder gut in den Griff gekriegt. Und eine der Maßnahmen war, dass eben Orte mit einer hohen Inzidenz, dort gab es diese dann oder wurden eingeführt, diese Ausreisetests, dort gab es Maßnahmen. Das kann man in Wien nicht machen. Ja, daher müssen wir zum Beispiel in Wien besonders vorsichtig sein und einfach die Fallzahlen entsprechend anschauen, evaluieren und notfalls in einigen wenigen Bereichen gegensteuern. Denn die Sache ist die, wir alle wollen einen schönen Juli und August, also einen richtigen Sommer haben. Und wir öffnen jetzt am 19. Mai. Das heißt, wenn wir wirklich uns Vorarlberg anschauen, in 6 Wochen ja, hätten wir dann immer Ende Juni. Ja, und eigentlich wollen wir niedrige Zahlen haben Ende Juni. Aber indem wir öffnen, wird das schwierig werden. Und daher müssen wir jetzt die nächsten paar Wochen halt noch wirklich vorsichtig sein, versuchen das hinzukriegen, dass wir zu Beginn der echten Ferienurlaubszeit gut dastehen und wirklich den Sommer genießen können. Mhm. Ein Grund, der natürlich auch dazu beitragen könnte, ist das Reisen. Wer plant denn eine Auslandsreise oder eine Urlaubsreise jetzt schon für den Sommer? Ich bin in Rhodos jeden Sommer
und es wird dort gut gehen. Rhodos hatte keine Corona-Fälle im letzten Jahr, hatte auch dann, als zugemacht wurde, keine Inzidenzen. Also das ist irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, dass Inseln leichter manövrierbar sind. Also wir haben es auch, der erste Lockdown hat mich in Westaustralien erwischt. Ich glaube, es gibt schon Länder, die, ich glaube, wir sind gut durch die Krise gekommen, grundsätzlich, es gibt andere Länder, aber es gibt auch ein paar, die es besser können. Neuseeland, Westaustralien hat keinen einzigen Corona-Fall mehr, im Osten schaut es ein bisschen anders aus, Taiwan. Also wir haben auch Chile, was die Impfungen angeht. Also es ist nicht so, dass wir alles wissen. Ja. Ich glaube, was wir vorhin gehört haben, ist, dass die Krise auch verbinden kann. Die Krise verbindet aber auch in der Kommunikation immer nur Menschen mit gleichen Schicksalen. Also wenn ich jetzt gerade einen Lotto-Sechser mache und der hat letztes Jahr einen Fünfer mit Zusatzzahl gemacht, dann verbindet uns das. Das heißt, wenn man irgendwo bei den Gewinnern war, weil Digitalisierungsunternehmen, dann hat man eine gemeinsame Verbindung und hat vielleicht Verständnis für Menschen, die in sozial prekäre Situationen geschlittert sind, aber man teilt das Schicksal nicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt für uns Post-Corona in der Gesellschaft. Vielleicht noch zu Ihnen, Herr Dr. Nowotny, weil wir vorher darüber gesprochen haben, wie es einem in der Krise gegangen ist. Sie haben gesagt, es gab sehr viele Anfeindungen für Sie als Virologe. Sie waren ja als Virologe im Grunde nie so an der vordersten Front medienmäßig, als Sie das damals ergriffen haben, diesen interessanten Beruf. Das haben Sie sich wahrscheinlich nicht denken können. Wie geht es einem denn da, wenn man da Anfeindungen oder Drohungen bekommt? Naja, also ich bin seit 40 Jahren Virologe und es gab da das Gerücht, ja, die Virologen, ja, die sind da so im Keller, im Labor, tun sonst nichts. Es hat sich mein Leben genauso wie das Leben aller, also jedes Einzelnen weltweit durch diese Pandemie natürlich enorm geändert. Medial, ja, ich habe extrem viele Beschimpfungs-E-Mails etc. bekommen. Aber man kann ja nicht einmal diskutieren. Wenn da Inhalte drinnen gewesen wären, dann hätte ich mich gerne damit auseinandergesetzt. Also viele Menschen sind halt frustriert. Ihr normales Leben ist weg und das bringt sie völlig durcheinander und sie können das nicht handeln. Und eine der Ventile ist halt, die Überbringer der schlechten Nachrichten, sprich uns, zu beschimpfen. Aber es geht Ihnen doch nicht besser, wenn Sie sie beschimpfen. Vielleicht geht es Ihnen besser. Also ich würde mir ja fast wünschen, dass es Ihnen besser geht. Ja? Weil mir ist es im Prinzip egal, was mich die da nennen. Ja? Und ich habe mich auch nie bedroht gefühlt und auch keinen Polizeischutz oder was auch immer, wie Anschuber das ja hatte. Ja, natürlich ist es nicht lustig. Also ich habe auch sehr viel über Teile, hoffentlich sehr kleine Teile der österreichischen Gesellschaft dazugelernt in diesem einen Jahr. Aber es gab sehr, sehr viele positive Rückmeldungen auch. Ganz viele Menschen, die auch persönlich wissen wollen, ja, das ist meine Situation, was soll ich tun? Sehr, sehr viele. Also ich kriege pro Tag zwischen 50 und 100 persönliche E-Mails, die ich leider alle gar nicht beantworten kann, weil einfach die Zeit nicht da ist. Dann sind wir vor allen Dingen froh, dass uns die Krise nicht in 1982 erreicht hat. Da waren die Virologen noch nicht so weit. Wir hatten kein Netflix, kein Zoom, wir hatten keine Möglichkeiten. Da gab es mich dann wirklich nur noch das Telefon. Also das muss man auch dazu sagen, von allen schlechten Möglichkeiten haben wir wahrscheinlich das sogar in einer Zeit erwischt, wo wir uns trotzdem unterhalten konnten. Ja. Ein sehr interessanter Aspekt. Also ich möchte dann vielleicht noch in die Schlussrunde gehen. Hat sich unsere Gesellschaft verändert oder wird sich etwas positiv verändern durch Corona? Vielleicht noch einen Satz von jedem Teilnehmer, Frau Kriechbaumer, was glauben Sie? Ich glaube, gesprochen jetzt für die Beauty- und für die Modeindustrie auf alle Fälle. Also ich glaube, wir sind viel nachhaltiger unterwegs. Ich glaube, wir schätzen es viel, viel mehr. Ich sehe, dass bei uns bei den Kursen kommen teilweise die Freunde sogar mit rein, auch alle natürlich getestet. Aber das ist alles so ein Erlebnis geworden. Und darum glaube ich, dass man Sachen viel mehr genießt, viel mehr im Jetzt teilweise auch lebt dadurch, weniger kauft, aber dafür wieder nachhaltiger und bewusster. Was glauben Sie? Also die digitale Kommunikation, Videokonferenzen, denke ich, wenn wir lernen, damit richtig umzugehen, sind eine wertvolle Errungenschaft. Also so belastend sie sind, aber wenn man es dosiert einsetzt, ist es toll. Aber mich freut vor allem sehr, dass wir auch gemäß einer Studie, die nach dem ersten Lockdown gemacht wurde von unserer Innung, das Ansehen unserer Branche und der Reinigungskräfte vor allem sehr stark gestiegen ist. Also es ist in der Gesellschaft angekommen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass
Krankenhäuser sauber sind oder sogar hygienisch sauber. Und diese Wertschätzung, die da auch unseren Mitarbeitern entgegengekommen ist und weiterhin wohl kommen wird, freut mich sehr. Mhm. Herr Fritz. Ich freue mich auch schon sehr darauf, dass unsere Dienstleistungsbranche im Allgemeinen wahrscheinlich wesentlich mehr Wertschätzung erfährt. Sie haben vorhin so schön gesagt, Sie konnten noch einen Tisch ergattern. Mhm. Früher war es so, dass man sich beschwert hat, wenn man keinen Tisch mehr am selben Tag bekommt. Vielleicht gehen wir alle ein bisschen mehr mit Demut rein, Dankbarkeit. Und wie Sie es vorhin auch gesagt haben, es geht uns im Wesentlichen eigentlich hier sehr gut. Und ich glaube, das sollte man sich immer wieder mal vor die Augen führen und halten. Mhm. Frau Breitebner, Sie haben es vorher angesprochen. Hat sich die Gesellschaft verändert oder wird sich etwas verändern? Ich weiß nicht. Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube und hoffe, dass das so ist. Mir wäre eben diese Qualität des Anteilnehmens aneinander so wichtig. Und wenn es uns gut geht, sollten wir dann die Antennen aufsperren für die, denen es nicht so gut geht. Ich finde, dass die Pflegekräfte dringend besser dotiert werden sollten. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, und auch weil es eine traurige Aktualität hat, es sollte mehr Geld für die Gewaltprävention da sein, weil das ist etwas, was in der Krise in die Höhe geschossen ist. Alle haben es gewusst und es ist trotzdem geschossen. Also da muss sich was entwickeln, wo wir so einander helfen, ja, und unterstützen. Natürlich muss die Politik auch was tun. Ja, also dort sollte man Geld reingeben, anstatt woanders. Aber ich bin schon optimistisch. Ich hoffe sehr, dass das besser wird. Ja. Frau Lackner, Sie haben es schon angesprochen, aber nochmal zusammenfassend, in welche Richtung geht die Gesellschaft? Die Droge unserer Gesellschaft heißt Strom. Also es ist ganz klar, dass wir ohne Strom weder Zoom noch sonst irgendwelche Dinge hinkriegen von Netflix, Fortnite und Co. Das wäre auch für die Generation der Jungen ein Problem gewesen, wenn das Internet ausfällt, also nicht nur Corona. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube auch, also ich bin hier dort, wo ich glaube, es ist wieder möglich, über Ängste zu sprechen. Also ich erlebe es bei meinen Vorständen auch über Frustrationen im Job. Das wäre alles vor 14 Monaten noch nicht schick gewesen. Und das ist eigentlich schon auch was, wo ich das Gefühl habe, jetzt redet man nicht nur über schneller, höher, besser, sondern eben auch über, wie geht es uns eigentlich, was brauchen wir gemeinschaftlich. Wir gehören hier zu reichen Ländern, also können wir uns da schon auch miteinander, dafür sind wir Menschen geworden, um uns umeinander auch zu kümmern. Herr Schrögenauer, was glauben Sie, hat sich die Gesellschaft hier verändert durch diese Krise? Ja, ich denke, die Gesellschaft ist im Allgemeinen dankbarer geworden und auch achtet mehr auf die Hygiene. Wenn ich daran denke, vor eineinhalb Jahren, da hat keiner die Hände gewaschen und sich nicht so mit dem Ganzen beschäftigt. Und ich hoffe, die Gesellschaft verändert sich mit mehr Hygiene und mehr Hände waschen. Und dann werden wir alles gut in den Griff bekommen und mutig und froh in ein neues Leben starten. Herr Nowotny, dass wir uns jetzt mehr die Hände waschen, das ist auf jeden Fall positiv, oder? Absolut. Also ich kann nur unterstreichen, was jeder Einzelne von Ihnen hier in der Runde und auch per Skype gesagt hat. Ökologisierung, Digitalisierung, soziale Komponente. All das müssen wir wirklich jetzt vermehrt darauf achten, dass das weiter bleibt. Was ich persönlich froh bin, ist, dass die Wissenschaft eine gewisse Wertschätzung durch diese Krise erhalten hat. Denken Sie daran, es hat eigentlich niemand geglaubt, auch ich nicht. Ich habe gesagt, im Jänner wird es den ersten Impfstoff geben. Es gab ihn schon im Dezember. Ja. Also innerhalb dieser kurzen Zeit ist es gelungen, durch gemeinsame Efforts aller Wissenschaftler dieser Welt, diese Krise doch einigermaßen hinzukriegen. Ein wichtiger Schlusssatz noch, wird Corona irgendwann mal vorbei sein? Ja. Corona wird vorbei sein, wenn wir uns impfen lassen. Und mein Aufruf wirklich, also jeder sollte sich impfen lassen. Denn dann gehe ich davon aus, dass wir einen schon einigermaßen guten Sommer und schon einen recht guten Herbst haben werden, wieder mit Normalbetrieb. Dann wird das eine Infektionskrankheit sein, wie die Grippe und wie viele andere, gegen die wir uns schützen können. Und die wir uns schützen müssen, also wird es dann immer verpflichtend diese Auffrischungsimpfungen geben? Verpflichtend nicht, aber... Na, verpflichtend, um das im Zaum zu halten, meine ich. Ja, es wird wie bei jeder anderen, was keiner mehr weiß. Also die letzte Pandemie war 2009, 2010, die mexikanische oder Schweinegrippe. Die war Gott sei Dank sehr mild. Ja, aber ist auch über die Welt geschwappt.
Und ein Jahr später war die eine, wir sagen, saisonale Grippe. Das heißt, die kommt dann immer wieder von Dezember bis April. Und genauso wird es mit dem Corona sein. Es wird im Herbst und Winter immer wieder auftreten. Die Impfstoffe werden ebenfalls, genauso wie bei den Grippeimpfstoffen, angepasst werden an alle Varianten, die da noch daherkommen werden. Und so werden wir das gut in den Griff kriegen und werden wir unser normales Leben wieder haben. Vielleicht oder hoffentlich mit gewissen Adaptierungen, die wir gelernt haben aus dieser Krise. Ein schönes Schlusswort, Herr Nowotny. Vielen, vielen Dank. Ich danke allen Teilnehmern für ihre Zeit, für ihre interessanten Einwürfe auch in diese Diskussion. Vielen Dank auch an den Herrn Schrögenauer und Ihnen fürs Zusehen. Und so hoffen wir, dass wir diese Corona-Thematik dann auch bald sein lassen können und uns anderen Themen zuwenden können. Es gibt so viel Interessantes, über das man sprechen kann. Danke fürs Zusehen.